Ich habe für mein Referat einen berühmten Wissenschaftler ausgewählt. Heute möchte ich euch einen bekannten Physiker vorstellen. Sein Name Albert Einstein ist allen sicher schon bekannt. Wir kennen ihn als alten Mann mit weißen, strohigen Haaren. Sein Leben und seine Person sind sehr interessant und vielseitig, aber ich versuche euch heute nur das Wichtigste zu sagen. Albert Einstein war der erste Sohn von Pauline und Hermann Einstein. Er wurde 1879 in Ulm, Deutschland, geboren. Er begann erst mit 3 Jahren zu sprechen, worüber sich seine Eltern große Sorgen machten. Als Kind war er ziemlich ruhig und schüchtern. Er las, hörte Musik oder baute Kartenhäuser, lieber als dass er Sport machte. Mit 5 Jahren bekam Albert Einstein Privatunterricht, damit er gut für die Schule vorbereitet war. Er begann auch Geige zu spielen. In der Schule wollte er Neues lernen, aber er hatte viele Probleme mit den Lehrern. Deswegen verließ er das Gymnasium ohne Abschluss. Er holte später sein Abitur nach. Mit 17 Jahren, 1896, begann er an der Zürcher Hochschule Mathematik und Physik zu studieren. Auch hier war er ein durchschnittlicher Schüler. Er lernte lieber zu Hause und verwendete seine eigenen Methoden. Im Juli 1900 beendete er sein Studium mit Erfolg. Nach dem Studium arbeitete er als Mathematiklehrer und gab auch Privatstunden in Mathe und Physik. In den nächsten Jahren schrieb er viele Forschungsarbeiten und fand eine feste Stelle als technischer Experte. Im Jahr 1908 wurde Einstein Professor für theoretische Physik an der Universität Zürich. In seiner langen Karriere unterrichtete er an vielen Universitäten. Einstein machte viele wichtige Erfindungen für die Menschheit. Seine Relativitätstheorie veränderte die Vorstellung der Menschen vom Universum. Diese Theorie ist unter der Formel E ist gleich mc Quadrat bekannt. Im Jahr 1921 bekam er den Nobelpreis für Physik und gilt noch heute für viele als einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten. Ich bin nun am Ende meines Referats. Ich hoffe, dass ihr etwas Neues und Interessantes gelernt habt. Danke für eure Aufmerksamkeit.